Frau Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuseher zu Hause auf den Fernsehbildschirmen, willkommen zum Schauspiel der Dauerumstrukturierung dieser Chaosregierung mittlerweile im dritten Akt. Lunacek, Aschbacher und Anschober wurden geopfert, gekommen sind Meier, Kocher und jetzt Mückstein. Und falls Sie sich jetzt zu Hause fragen, wer Meier ist, ist nicht so tragisch, muss man nicht kennen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, und wenn der Herr Vizekanzler oder meine Vorrednerin von der ÖVP von einem Comeback-Plan sprechen, dann ist das schon ziemlich absurd, weil das ist so, als wenn der Totengräber von Geburtenhilfe sprechen würde, denn Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der Bundesregierung, Sie leisten maximal aktive Sterbehilfe für unser Land. Und passend haben Sie wahrscheinlich deshalb heute auch schon den Trauerflor im Gesicht auf. Herr Abgeordneter, bevor Sie fortfahren, würde ich Sie auch ersuchen. Ich glaube, die Debatte ist jetzt sehr sachlich gelaufen, dass Sie auch sich in der Ausdrucksweise im weiteren Verlauf mäßigen. Frau Präsidentin, vielleicht sagen Sie, wo das Problem ist, wenn man sagt, dass ein Comeback-Plan nicht ehrlich ist, weil wir müssen schon noch ausdrücken können, wenn hier einfach eine Showpolitik gelebt wird und Ähnliches. Aber heute geht es um den Gesundheitsminister und, sehr geehrte Damen und Herren, das ist derjenige, den man von den Turnbotschen kennt. Und Frau Präsidentin, das tut mir leid, ich werfe ihm jetzt nicht vor, dass er dabei am ersten Tag seines Amtes die Würde des Hauses verletzt hätte, aber weil wir gar nicht davon ausgehen, dass diese Bundesregierung noch irgendetwas mit Würde zu tun hat. Wenn Sie das aber ernst meinen würden mit der Würde des Hauses, Frau Präsidentin, dann müssten Sie jeden einzelnen Regierungsmitglied, sobald es hier Platz nimmt, einen Ordnungsruf erteilen, weil mit der Würde des Hauses ist es doch schon längst vorbei. Und sehr geehrte Damen und Herren, was ich Ihnen vorwerfe bei den Turnschuhen ist Folgendes, weil Sie haben sehr wohl gewusst, wie die Spin-Doktoren und alle, die jetzt auch so nervös werden, was sie dadurch auslösen. Nämlich, dass niemand mehr spricht ab dem ersten Tag über die Probleme der Bevölkerung, die gelöst werden. Dass niemand mehr spricht über die dringenden Lösungen, die es braucht. Lösungen im Sozialbereich, Lösungen gegen die Armut, in der Armutsbekämpfung und auch Lösungen im Pandemiebereich. Stattdessen wollen Sie anscheinend, dass man nur noch über Turnbotschen redet und Ähnliches. Aber das ist genau die Schaupolitik, warum auch Sie, Herr Gesundheitsminister, perfekt zu Sebastian Kurz passen. Und perfekt passen Sie auch in weiteren Bereichen zu ihm. Das war Ihre Ankündigung bei Servus TV, dass es nur geht mit Impfen oder Lockdown. Und dann haben Sie noch als Würze drüber gestreut, sonst würde es tausende Tote geben. Das erinnert ja die ganze Zeit an den Sonnenkanzler Sebastian Kurz. Sie passen auch perfekt zu Sebastian Kurz, wenn es darum geht, einfach ein Schauspieler zu sein, anstatt sich um die Bevölkerung zu kümmern und um Lösungen zu kümmern. Sie passen auch perfekt zu Sebastian Kurz, wenn es darum geht, Pharmalobbyist zu sein. Was Sie sogar heute noch, während Sie hier sitzen als aktiver Gesundheitsminister, eine Werbung als Titelbild geschalten haben für einen speziellen Impfstoff, der sogar über den Bund offiziell, einer speziellen Firma, der sogar über den Bund offiziell beschafft wird. Der Kanzler Kurz, der spielt das Werbetestimonial für Hygiene Austria. Sie können sich erinnern, das waren die im familiären Umfeld, der Kanzlerbüroleiterin, das sind die in Umattackierung mit der Hausdurchsuchung, ich weiß, das sind sie mittlerweile gewohnt, die Hausdurchsuchungen, da passen sie perfekt dazu und da steigen sie jetzt wirklich perfekt damit ein, sie sind das Werbetestimonial für Moderna und das als amtierender Minister, und das muss ich Ihnen schon sagen, wenn ich in so einen tiefen Korruptionssumpf stecke als Bundesregierung, dann passe ich sehr wohl auf, dass mir so etwas nicht passiert, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich könnte Ihnen jetzt abschließend sagen, was wir von Ihnen erwarten, aber wenn ich ehrlich bin, erwarten wir von dieser Bundesregierung gar nichts mehr außer den geschlossenen Rücktritt. Aber ich werde Ihnen sagen, was dieses Land brauchen würde. Dieses Land würde brauchen eine Trendwende weg von diesen sinnlosen Dauerlockdowns. Weg von dieser Alibi- und Showpolitik, eine schlagkräftige Armutsbekämpfung, was Sie und Ihr Ressort betrifft, nämlich eine Armutsbekämpfung und eine echte Hilfestellungen für Arbeitsmarkt und Wirtschaft, um das wieder gut zu machen, was Sie angerichtet haben. Und es wird vor allem brauchen eine Sicherstellung
einer funktionierenden, gesunden Versorgung im ausreichenden Maß. Unsere Damen und Herren, unser Land braucht auch wieder eine Rückkehr in die Freiheit und die Entfesselung aus den Fängen dieser Bundesregierung. Und zwar eines kann ich Ihnen heute schon ins Stammbuch schreiben, diese werden wir ganz sicherstellen, gemeinsam mit der Bevölkerung. Denn ein Volk, das seine Freiheit liebt, meine Damen und Herren, wird am Ende des Tages immer frei sein.